Gut. So. Jo. Jetzt wieder zurück zum Stream und willkommen zurück in YouTuber. Hier ist bei Part 5. Hallo, ich würde gerne. Ich zum Beispiel, bevor ich jetzt hier weitermache, würde ich gerne den Gedanken weiter aufpassen, bevor ich ihn verliere. Schnellreisen finde ich klar wichtig. Muss sein, auf jeden Fall. Aber so wie sie in Skyrim sind, so dass man zwar an bestimmte Orte reisen kann, aber von überall, finde ich ein bisschen zu viel. Also, das war super praktisch, keine Frage. Aber ich fand es irgendwie ein bisschen too much. Du gehst aus einer Höhle raus, hast ein volles Inventar, kannst dich schnell hin und her teleporten, zack, zack, und wieder leer machen. Klar, bei Skyrim hat das auch so ein bisschen gepasst, weil du hast ja wirklich nicht so viel Traglast und konntest ständig dein Inventar zumüllen. Aber das hat auch so ein bisschen den Reiz rausgenommen, finde ich. Ich meine, für mich war das wichtig, weil ich echt ein Looter bin. Wo ich sagen muss, wo man so ein bisschen... Wo man so ein bisschen handhaben musste. Danke. Das war bei Witcher 3. Du konntest schnell reisen und du hattest ein begrenztes Inventar. Aber nicht zu wenig. Und du konntest das nur an den Wegpunkten. Die waren aber so gesetzt, dass du nicht wirklich lange reisen musst. Also du konntest nur von Wegpunkt zu Wegpunkt reisen und nicht von irgendeinem Wald zu irgendeinem Wegpunkt. Das war in meinen Augen bis jetzt die perfekte Balance zwischen du musst deine Reise schon bis zu einem gewissen Grad planen, aber mir halten dich, jagen dich jetzt auch nicht sinnlos durch die gesamte Welt. Zu lang? Was? Ah, ich muss schnell hinter... Warte mal. LXXL. Oha. What the... Oh, komm schon, wirklich? Boah. Deine Entschlossenheit steigt. Okay, das ist cool. Stimmt, das war ja was. Sie sind schwer, aber machbar. Eine aber hervorragende machbar. Klinge dieser Sakai-Stahl. Arigato, das eines noch hervorragenderen Kämpfers. Doch Bambustraining wird euch noch stärker machen. Ich brauche meine Kraft für das, was kommt. Auf der ganzen Insel gibt es Bambusstände. Dort könnt ihr euer Geschick verbessern. Lebt wohl, mein Herr. Sayonara. So, triff Ishikawa. Hey, Blue. Also, die Blume habe ich auch gepflückt. Okay. Was ist der Legendenmodus? Weiß das jemand? Kennt jemand das Spiel? Ich weiß es nicht so ganz. Ist Legendenmodus Multiplayer-Modus oder ist es der Hardcore-Modus? Ich hatte damals Dark Souls 2 gespielt und ich habe gemerkt, dass ein paar Leute nicht das Game kaputt gemacht haben, weil sie an irgendeinem Schrein gebetet haben und das Spiel dann auf brutal gestellt haben. Dementsprechend bin ich bei sowas immer vorsichtig. Immer vorsichtig. Ich muss da hoch, okay. Weißt du was, diesmal klettern wir einfach mal. Komm, machen wir das. So. So still geworden. Muss mal gucken, dass ich meine PlayStation woanders dahin stelle, auf dem Schreibtisch, wo sie, dem kleinen Schreibtisch, wo sie gerade steht. Halt die gut wieder!
Kann ich hier Pfeile sammeln? Nein. Warum nicht? Sakai! Das hab ich noch gar nicht gesehen! Woher? Sensei. Hatten wir die Quest beim letzten Mal schon? Ja. Doch ob ihr schon bereit für sie seid? Ihr tut, als sei sie ein Dämon. Das ist nicht so abwegig. Ich habe ein Monster Tomoe erschaffen. Ist furchtbar. Du hast so sie angepackt. Sie ist kein Samurai, aber eine geborene Mörderin. Die Art kenne ich. Nein, tut ihr nicht. Der Sensei und seine Schülerin. Oh wei. Kommt. Wo wollen wir hin? Zu einem Bogenschießstand. Ein Anwohner hat dort Mongolen gesehen. Ich vermute, Tomoe war dabei. Wenn Tomoe wahrhaft furchtlos ist, wäre sie eine gute Verbündete. Ein hungriger Leopard ist auch furchtlos. Leoparden meistern euren Weg des Bogens nicht. Lasst gut sein, Sakai. Sie schließt sich uns nicht an. Warum ist sie übergelaufen? Ich riskierte es, all mein Wissen mit ihr zu teilen. Als sie mich hinterging, bestrafte ich sie. Das war gewiss hart. Ihr wisst, was sie den Gefangenen in Fort Nakayama antat. Das war kein Fehler. Das war ihre Absicht. Und das hat sie nicht zum ersten Mal getan. Wir wissen nicht, ob sie Schuld hatte. Ihr nicht. Ich schon. Bist du dir sicher? Könnte ja auch gezwungen worden sein. Könnte deine Familie, wenn du das nicht machst. So als Beispiel. Alter Mann, lauf schneller. Oh, ja, vielleicht sollte ich schneller laufen. Aber ich weiß nicht, bei so Rollenspielen, auch bei Witcher zum Beispiel, hatte ich so das Gefühl, da, ich weiß nicht, als Geralt bin ich nie gerannt. Ich fand die Umgebung so super und so entspannt, dass ich eigentlich eher auch durch die Stadt lieber so gelaufen bin, als irgendwie da durchzurennen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Bei Skyrim konnte es mir nie schnell genug gehen, aber bei Witcher 3 war das eine andere Situation. Ihr müsst dort hinaufklettern. Schafft ihr es da hoch, Sensei? Was sind... Worauf wartet ihr noch, Sakai? Braucht ihr Hilfe, Sensei? Wo ist der hin? Will zwar nichts sagen, aber... Was? Nicht schlecht, Sakai. Pfeile sind voll. Okay. Tomaten! Nee, das sind Sakeflaschen. Oh, komm schon. Alter Saufmann. Ihr meintet, man könne nur hochklettern. Nein, ich sagte, ihr müsst klettern. Aber ich teile deine Meinung bezüglich Schnellreisen. Na, immerhin. Pfeile. Na, immerhin, Justin. Das ist auch super. Falls sie hier waren, sind sie aber ja, wenn man halt überall hin kann, ohne Grenzen, dann macht das dann halt auch irgendwann nicht mehr... Bei diesem Wachturm. Nicht schlecht, Sensei. Findet raus, wo sie hin sind. Ja. Bewegung, Sakai. Bambus. Wie viele Mongolen bildet Tomoe aus? Ein abgetrennter Kopf. Ihre Zielscheibe. Sensei! Mongol! Nein, Hund! Sensei, ich bräuchte Hilfe. Hat er mich geholfen? Der Arsch.
armer Hundi. Es war ein Betäubungsfall, der schläft nur. Schont ihr den Bogenarm, Sensei? Ich wollte sehen, wie gut ihr reagiert. Ja, ja. Ihr wusstet, dass die Mongolen noch hier sind? Ja. Und ihr habt nichts gesagt? Ein paar Mongolen überfordern euch. Und ihr wollt es mit Tomoe aufnehmen? Das ist ein Krieg, kein Test. Und wie viele Kriege habt ihr gekämpft? Kannst du das Eis, mein Freundchen? Ja. Ich teste euch, wie es mir beliebt. Kein Wunder, dass Tomoe euch angriff. Nun gut. Wo ist sie hin, Sakai? Ich sehe mich um. Viele Spuren. Ein Dutzend Männer. Vielleicht mehr. Folgt der Spur. Ich meine, bei Final Fantasy VII habe ich es verstanden, wenn man gegen Wachhunde gekämpft hat oder so, weil die sahen auch echt hässlich aus. Aber der Hund hier, den tat es mir echt leid. Da war auch noch so ein Wuschel. So ein Wuschelbuschel. Ich fand den okay, ich fand den goldig. Vorräte, yay. Yeah. Lol. Lol. Ich kann von der Seite. Okay. Lass mich raten, ich muss hier lang. Nee, gar nicht. Guck, der Hund ist weg. Ist nichts passiert. Hallo. Ah. Folge den Spuren. Wenn wir sie fassen, wartet nicht auf mich. Greift an und zieht weiter. Sonst seid ihr tot. Wollt ihr diesmal euren Bogen benutzen? Wenn wir sie finden. Und wenn nicht? Könnt ihr allein ein Dutzend Soldaten besiegen? Wenn's sein muss. Gute Antwort. Ja, wenn's sein muss. Versuch doch. Ach, das war der alte Mann, der ein bisschen aus der Puste war. Ich dachte, jetzt kommt von links auch wieder so ein Vierbeiner an. Wind, hallo? Ich finde es gut, dass es nicht direkt aufleuchtet. Das hat so ein bisschen ehrliches Flair. Meine ich. Sind das böse? Seht euch das an. Sie üben, was Tomoe sie gelehrt hat. Mord an Unschuldigen. Geiseln retten. Die Mongolen haben Geiseln genommen. Wenn die Gegner dich entdecken, fangen sie an, ihre Gefangenen hinzurichten, okay? Fuck! Hat er gerade seinen eigenen Typen angeschossen? Da, Plan B, einfach reinrennen und Feuer frei. Geiseln. Fuck! Das ist so eine Schleichmission? Scheiße.
Das gefällt mir nicht. Die Frage ist... So. Oh, die Wasserkampfhaltung, die ist ganz cool. Ich meine, die wäre spannender gewesen. Boah, komm schon. Hallo? Halte R2 gedrückt und drücke... Was? Okay, das gefällt mir. Lass mir die Geiseln befreien, aber vielleicht kann ich hier noch irgendwas abgrasen. Bevor ich jetzt hier mit der Story weitermache, will ich natürlich erst nochmal das Gebiet ein bisschen... Leinen und Holz. Ja, nehm ich mit. Ist okay. Ist okay. Ich nehmen. Pfeile nehme ich auch mit. Hier hätte ich durchkriechen können. Ich hätte mich ein bisschen durchschleichen können, aber... Hält sich in Grenzen. So ein bisschen. Okay. Ich hoffe, die bleiben diesen Weg hier mit dem Ressourcenfinden treu. Und es gibt nicht irgendwie irgendwo mal wieder sowas so. So nach dem Motto, War da eine Japanerin bei diesem Mongolen? Ich konnte es nicht glauben. Family Guy. Sie gab ihnen Befehle. Was hat sie gesagt? Ja. Etwas über den Sensei. Und die heißen Quellen. Griff ins Tod, ist okay, ich nehmen. Verzeiht mir. Wir wollen mehr Zitrusreiniger. Nein, nein, nein. Sie ist jetzt eine Lehrerin. Sie zeigt uns, wie man Nein sagt. Nein, nein. Du bist hart im Verhandeln, Consuela. Nein, nein. Zitrusreiniger. Ich lehrte ein Monster, wie man jagt. Ja, schlimm, ne? Sie hörten, wie Tomoe den Mongolen Befehle gab. Sie erwähnte, dass Hiyoshi heilbart. Sie fängt gerade erst an. Die Alte wird warm. Sakai, eure Art zu kämpfen ist nicht der Stil eures Onkels und nicht meiner. Wir hatten noch nie einen Feind wie diesen. Ich tue, was ich muss, um zu siegen. Ein Samurai ist ein Wächter. Kein Mörder, der herumspringt wie ein Dieb. Ihr habt Komoda nicht gesehen. Ich habe genug gesehen. Ich weiß, es war brutal, aber ich trainiere nicht noch ein Monster. Ich weiß, das wird nicht passieren. Wenn Tomoe das Hiyoshi heilbart will, muss ich mich vorbereiten. Und ihr auch. Ich sehe euch in meinem Dojo. Dojo! Jojo! Mojo! Mojo Jojo! Ja, Sensei und die Schülerin! Hast du Monster großgezogen? Ist okay. Naja, nicht wirklich, aber... Nein, komm schon. Fähigkeitspunkt! Aha! Talisman der Effizienz. Ach, Seide, ich dachte, ich hätte hier zwei Kekse bekommen. Was war jetzt mit der
Geschichte? Ja, stimmt, das ist... Ja, aktive Geschichten ist mir eigentlich relativ egal. Niederer Fernkampftalisman. Einlege- und Nachladegeschwindigkeit werden um 15% erhöht. Das sieht gut aus. Samurai, ablenken, Weichung. Ja, ich habe da noch. Perfekte Heilungsparade. Perfekte Paraden. Oh, okay. Ich weiß nur nicht, ob ich das hinkriege. Das könnte ich probieren. Sprint auf einen Gegner zu. Oh, das ist auch nicht schlecht. Weißt du was, das machen wir. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. So, Sammlung. Erkundung. Ja, ist mir eigentlich relativ. Es gibt 16. Okay. Ich habe nur eine Klinge, ne? Ja. Accessoires. Ja, Accessoires sind mir eigentlich komplett egal. Vorfall. Die Mongolen haben die Brücke zum Yoshi-Heilbad eingenommen. So können die Bürger von Tsushima nicht. ... Was? Was können die nicht? Können nicht ... im Bad sich vermehren? Entschuldigung. Ich will eigentlich nicht so drauf sein, aber es ist halt einfach so lustig. Hallo? Kennt ihr die Geschichte von Tadayori, mein Herr? Ich kenne den Namen, doch nicht seine Heldentaten. Man glaubt schon lange, dass Tadayoris Rüstung ihm große Macht verlieh. Okay. Und es verheerend wäre, wenn sie in falsche Hände fiele. Das darf ich nicht zulassen. Oh, ich muss pullern. Erzählt mir mehr von dieser Geschichte und der Rüstung. Der Musikant Yamato. Ja, vielleicht kriege ich das in der Aufnahmepause hin. Er erzählte mir die Legende in Asamo, am Fluss, der den Ort von Tsutsu trennt. So, wo muss ich denn jetzt lang? Da oben wieder zu dem Alten. Das heißt, die Tsutsune tötete Unschuldige, weil er böse ist. Ja, böse hier, böse da. Komme ich auch so hoch? So. Ich werde heute nicht so lange machen, weil ich morgen relativ bei Zeiten erstens noch wohin möchte. Monika. In der Badewanne. Das verstehe ich jetzt nicht, Justin. Das verstehe ich jetzt nur vage. Also Ziehharmonika verstehe ich, das ist dieses. Aber in der Badewanne? Da bin ich jetzt überfragt.
Und normalerweise kenne ich alle Family Guy-Szenen. Jetzt mal speichern. Einfach mal. Aber ich glaube, das speichert automatisch, ne? Stewie in der Badewanne. Wollt ihr da denn nicht eher so ein Ziamonia? Das war eine Mundharmonika, glaube ich. Die der Peter dann im Arsch hatte. Das ist eine Mundharmonika. Keine Ahnung, wie das. Was? Was das für ein. Was das für ein. Ist. Entschuldigung. Ja, hinterfragen wir das mal nicht, okay? Hat mich damals 70 Euro gekostet. Golden Melody von M. Honer. Harmonika. Damit wollte ich eigentlich mal Zelda-Lieder lernen und auf der Mundharmonika die Hymne der Sonne spielen und so ein Scheiß. Na, vielleicht mache ich das mal. Das wäre cool. Mundharmonika lernen und dann einfach auf der Arbeit sitzen und Super Mario. So, was muss ich denn hier machen? Ach, da ist er ja. Naja. Ich will euch jetzt nicht mit meinen ganz schlechten musikalischen Gesängen verfaulen. Gibt es Neues von Tomoe? Auf den Wegen zum Hiyoshi-Hallbad wurden Reisende erschossen. Niemand wagt sich mehr hinaus oder Vorräte hinzubringen. Ihr glaubt, das war sie? Strategisch platzierte Schützen können eine ganze Stadt isolieren. Das war doch eure Taktik als Bogenmeister des Nagao-Clans. Tomoe war eine gute Schülerin. So gut. Wir bekämpfen euer Ebenbild. Ich krieg Hunger, was hab ich denn gefressen? Vorteil nutzen. Ich hab mir. Na gut, ich hab ein bisschen. Das ist auch so toll. Dann geh ich zum Asiaten und bestell mir Portion Nudeln mit Ente. Was macht der mir? Huhn. Einfach so eine 6-Euro-Box. Wie sollen wir diese Bogenschützen finden? Bedenken wie Tomoe. Also einfach nur noch töten, töten, töten! Wir wollen alle Wege zum Hiyoshi-Hallbad kontrollieren. Wo platzieren wir Schützen? Da würde ich eher, ich würde eher hier so auf den Wegen setzen. Es wäre schlau, den Hauptzugang zur Stadt zu kontrollieren. Die Leute meiden bereits die Hauptstraße. Schützen wären dort nutzlos. Der Pfad hinter dem Gasthaus. Nein. Kaum Deckung, schlechte Sichtlinien. Wir wollen mit möglichst wenigen Schützen das größte Gebiet abdecken. Echt? Eine Handvoll Männer könnte die Straße zur Küste blockieren. Ja.
Ja, wollte schon sagen. Jemand müsste die Brücke in die Stadt beobachten. Sehe ich auch so. Ich würde ja sagen, hier. Da hast du die größte Sichtweite. Da kannst du nämlich das gesamte Dorf drauf gattern. Aber die Frage ist Bogen. Pfeil und Bogen. Ne? Mit einem Scharfschutzgewehr würde ich mich echt hier hinsetzen und feuern. Aber Pfeil und Bogen ist halt, hat auch nicht so die eine Reichweite. Die Straße nach Süden führt entlang eines Kamms. Perfekt für einen Pfeilhagel. Tomoe würde zustimmen. Ihr habt nicht völlig versagt. Gehen wir jagen. Er hat gerade gesagt, ich hab versagt. Arschloch. Junge. Wenn ich mit dem fertig bin, wird er so begeistert von mir sein, dass er Sojasauce kotzt. Oder enttäuscht von mir sein, dass er Nasenbluten kriegt. Der hört sich an, wie ich morgens beim Kacken. Fürst Sakai, ich studierte Poesie mit eurem Onkel. Aha. Die Mongolen haben Fürst Shimura gefangen genommen. Das erduldet er. Er ist stark und unverwüstlich, bewandert in Kampfeskunst und Poesie. Widmet ihr euch dem Haiku, Herr? Im Krieg bleibt keine Zeit. Gerade im Krieg muss man sich die Zeit nehmen. Das Haiku schärft die Konzentration, beseitigt das Chaos. Gibt einen Frieden. Genau. Ich schreibe am liebsten oben auf der Klippe. Es gibt viele solcher Orte. Wenn ihr darauf achtet, findet ihr in ganz Tsushima Inspiration. Mhm. Ich hoffe, ich finde stille Orte wie diesen. Unberührt vom Krieg. Achtet auf die Vögel. Sie weisen euch den Weg. Füchse, Vögel, Glierwürmchen. Was dann noch alles? Lol. Habt ihr jetzt auf sein Schwert? Warum kann ich jetzt in meinen Begleiter gucken? Lol. Raunen durch Bäume. Kühles Bett unter Sternen. Stets stärker werdend. Der alte Mann hatte recht. Meine Seele ist im Reinen. Sie ist stark. Ich sollte mir Gedichte schreiben. Lol. Stirnband der Harmonie. Das ist super. Muss echt da lang. Nein. Komm ich auch irgendwie rüber? Der ist einfach runtergesprungen. Dieser Mümmelmann. Das will ich auch. Ich wette mit dir, wenn ich da runtergesprungen wäre, ich wäre gestorben. Da hast du mich gerade. Gut, der Wind leitet mich in Felsen. Ich gehe zu meinem Ziel, zu meinem Ziel. Ich gehe zu meinem Ziel. Yay, yay. Entschuldigung. Lauf mit dem Kopf gegen die Wand. Okay. Plong. Schade. Okay. Ja, nein. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Küstenstraße. Ah, ja. Wer lesen kann, was ist klar. Was habt ihr Tomoe noch gelehrt? Ich habe nichts verheimlicht. Warum ihr... Wir nähern uns. Augen auf.
So. Machen wir später. Ich muss ganz dringend Pipi machen. Und wie lange sind wir in der Aufnahme? 35 Minuten ist okay. Im Stream bis gleich. Und für YouTube auch gleich. Hier, Zuschauer hier. Im nächsten Part. Tschüss.